So, hallo ihr Lieben, ich möchte euch wieder ein bisschen mitnehmen, weil ich dachte mir jetzt durch die Hündchen noch schick machen und nehme euch da ein bisschen mit in der Färbung. Das sind Silikonhündchen, ich habe verschiedene Stärken, also ist von 30 bis 10, ne, so ganz weich oder 5 sogar. Das kann man dann erzielen, indem man etwas Verdünner dazu nimmt. Ne, so Silikonverdünner. Aber bitte nicht so viel. Da muss man die Prozentzahl darf man nicht zu hoch machen. Wenn das zu hoch ist, kann es passieren, dass er schnell reißt oder halt nicht strapazierfähig ist. Und dann kann man noch einen Slaker dazu machen. Ich zeige euch den auch mal. Den Slaker. Slaker. Und wenn ihr den reinmacht, also da könnt ihr mal ein bisschen experimentieren, macht mal das lieber an so einem kleinen Projekten, weil der ist nämlich total super. Mit diesem Slaker kann man solche so knautschig, ne? Dass wenn man das so macht, dann zieht es so Falten, dann kann man, das hat man noch ein bisschen so ein ganz weiches Hautbild. So, ja, die Echtheit kommt dann richtig hervor. Also ihr müsst es mal ausprobieren einfach, weil Inni probiert ja auch viel aus und genau so hier bei meinem ganzen Kram. Ich könnte hier unten die ganzen Zimmer mit meinem Zeug in Beschlag nehmen, weil das, was ich immer alles mache, und ich habe noch so viele Ideen im Kopf. Also seid mir nicht böse, wenn ich mit den Aufträgen ein bisschen noch zusätzlich näher bin. Ich bin halt so kreativ. Und ich mache halt so gern immer die Ideen, die ich habe. So, da brauche ich eigentlich nur was Feines. Und zum jetzt habe ich schon gedacht, ihr fallt mit runter hier. Ich will ja, dass ihr ein bisschen was seht. Komm, sei lieb. Sei lieb. Hm? Jo. Also, da habe ich dann solche, die gibt es für ein Apfel und ein Ei. Die nennen sich irgendwie, was habe ich eingegeben gehabt in meinem Google? Ich glaube Lippenpinsel oder irgend sowas. Ja. So, also ich habe die hier mal aufgeschnitten, weil dann kommt noch ein bisschen Tüte ran. Und das wollte ich für Eschwege auch mitnehmen. Ja. Und jetzt bemale ich die Süßen. Also hier drin ist jetzt wieder A und B. In so Flächen habe ich das drin, A und B Psycho Paint. Ich habe jetzt mal da nichts an Novax reingemacht, das ist pur. Ja, und schwarz. Ja, schwarz. Da machen wir jetzt mal das Näschen. Das kleine Näschen. So, und Brille muss ich natürlich immer aufsetzen, weil das ist einfach zu fein, das sehe ich dann immer. Ein kleines Stupsilein und dann werden sie schick bemalt, die Süßen. Genau. So. Jawohl. Und die Fältchen noch ein bisschen. Ein bisschen falten. Und da macht sich das immer ganz gut hier. So. Ein bisschen an das Schnäuzchen. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Ach so, was ich sagen wollte. Ja, viele haben ja nicht so das Geld in der Tasche stecken, ne? So ganz locker. Und wenn euch mal so ein Baltic-Baby oder wie die Babys alle heißen, also ich sag's gleich, es ist keine Werbung oder so, da kann man jedes Baby nehmen. Was ihr roh habt und wolltet und möchtet es doch ein bisschen selber bemalen, wenn ihr etwas Talent habt.
Also für den Anfang kann man auch einfach nur A und B nehmen von Tissue Paint und dann ein paar Farben, das dann zusammenmischen und dann einfach, wenn ihr fertig seid mit Bemalen, ein bisschen einpudern. Ne? Da könnt ihr auch ganz normales Puder nehmen. Ich muss bloß dazu sagen, Talkum ist halt giftig, aber leider ist Talkum halt gut für Silikon. Das ist halt einfach das Pflegemittel für Silikon. Ja. Und wer möchte und nicht so viel Geld ausgeben möchte, da kann mir dann auch, ihr müsst bloß Geduld haben, weil ich ja, muss erst mit meinem Zeug immer fertig werden. Ich kann euch da so kleine Pröbchen immer schicken. Da könnt ihr dann wenigstens ein Baby fertig machen und da so ein bisschen was habt, ein bisschen die Lippen bemalt. So viel, so alt muss man die gar nicht bemalen, um dass sie doch ein bisschen nach Baby ausschauen und nicht mehr so hell. Da reichen dann schon so ein Töpfchen. Da kann man, glaube ich, ein bis zweimal schon färben, wenn man so ein Töpfchen voll Silikon A und B nimmt. Ihr müsst ja nicht das ganze Silikon nehmen. Es reicht einfach auch, das ist auch viel zu viel. Es reicht auch einfach, wie kann ich denn das sagen, von der Menge her? Wo habe ich denn die Dinger hier? Wenn ihr einfach auf so ein Plastikding da zwei so ganz kleine Löffelchen reinmacht und einen ganz winzigen, also hier bloß solche Zahnstocher und das dann umrührt, dann habt ihr schon eine mega Färbung. Also, und dann könnt ihr euch auch die Farben ein bisschen selber zusammenmischen. Und ich würde euch das dann ganz, es ist natürlich wesentlich günstiger, als wenn ihr eure ganzen Farben da dann kaufen müsst. Dann würde ich euch so einen kleinen Napf machen mit ein paar Farben rein und A und B. Und dann könnt ihr auch selber ein bisschen kreativ sein und euch was gönnen. Da kommt einfach mal auf mich zu. Ihr wisst ja, wo ich bin, wo ich zu finden bin. Ist einfach so ein bisschen schattieren. Ne? Hier habe ich jetzt ein bisschen angemalt und einfach dann wieder. Jo. Das ist schon schöne Schnuffi-Nase. Ne? Jetzt wird er langsam lebendig hier, der Süße. Jo, und wer sowas mag, sowas Kleines, der muss halt, wie gesagt, nach Eschwege kommen, weil Aufträge nehme ich keine mehr an, weil ich einfach das nicht mehr schaffe. Es tut mir echt leid. Ihr müsst halt wirklich das nehmen, was ich dann gerade fertig gemacht habe. Da tue ich mich leichter und ich habe keinen Stress und keinen Druck. Ich mache natürlich meine Aufträge jetzt noch so weit, wie es geht, fertig. Und die Mamis, die was gefunden haben schon, was Süßes, die sollen mir bitte schreiben, dass ich das dann aus dem Heft ausstreichen kann. Umso weniger habe ich dann nachzudenken, was ich noch so zu machen habe. Sagt mir da einfach mal Bescheid, gell? Genau. Ich habe es auch gesehen, das ist, wenn man so kreativ ist, ist es halt schwierig, wenn man alleine ist, so viel Aufträge zu machen. Ich habe immer gedacht, das geht und ich schaffe das, aber dadurch, dass Corona dazwischen gekommen ist und die monatelang die Kleinen zu Hause waren, hat mich das auch dermaßen zurück, sonst hätte ich schon geschafft, dermaßen zurückgehauen. Also das ist schon eine wahre Pracht. Da müsst ihr auch aufpassen, wenn die dann, wenn ihr das dann verreibt und ihr seht, dann kommen Bobbles, so kleine schwarze Bobbles, dann entweder reinigt ihr nochmal eure Pinsel oder ihr müsst wegschmeißen. Es ist leider so, so teuer wie die sind, manche, und so gut wie die sind, das ist, glaube ich, ein teurer, das merkt man schon alleine so. Ja, das ist so ein, ja, es war kein Beleger. Und einfach so mal mit die Fingernägel so runterziehen, so, ne? Dann sieht man es, da sind so diese Bobbles drinnen, ne? Seht ihr das? Ja, das darf nicht sein. Das ist dann auf den Babys dann oder beziehungsweise den Hundebabys hier auch mit droben. Und das sieht dann nicht so schön aus. Jo, ne, Schatzi? Ja. Übertreiben wollen wir es hier nicht mit der Färbung, weil ich will auch nicht, dass das so übertrieben gemalt ausschaut. Soll doch ein bisschen echt wirken. So.
immer schön verstreichen das Ganze. Und ich sage, ich brauche das so minimal Farbe, da habe ich schon viel zu viel reingetan. Und ihr bräuchtet ja auch eigentlich bloß noch ein bisschen Fältchen machen und Nägelchen und so. Also so viel ist da an so einem Baby gar nicht zu machen, aber ihr könnt euch da Zeit lassen. Und die Farben müsst ihr halt immer schön kühl halten. Also ihr dürft nicht in überheizten Räumen das dann machen. Weil die Farben müssen immer, umso länger dauert es, bis sich das vernetzt. Und ihr habt dann auch länger Spaß dran. Sieht man die Schattierung? Ich hoffe. Also schaut der kleine Wauzi jetzt aus, ne? Ja, der kleine Schatz. Da habe ich noch mehr so kleine Knaunchis. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich da brauche, jetzt den süßen Knaunchi ein bisschen Farbe zu geben. Ich muss sagen, die habe ich nicht selber modelliert, gell? Also ich mache das immer, weil es ist halt so beim Gießen, man kann es nicht hundertprozentig ausrechnen und dann ist meistens immer noch ein schöner Schluck Silikon, das ist ja mega teuer, das Zeug, Schluck Silikon übrig und dann denke ich mir immer, ja bevor das von alleine fest wird und ich damit nichts anfangen kann, da gieße ich noch ein paar so süße Werke und mache die für euch noch fertig. Ich habe da noch ein kleines Fältchen, mache ich dann noch rein im Körbchen. Und du noch ein bisschen was machen, das verrate ich aber jetzt nicht alles. Ne? Ach, das ist ja süß. Schaut mal, das Herzl. Oh, das machen wir doch auch schwarz. Ne? So ein Herzl. Ach Gott, ist das süß. Das habe ich gar nicht gesehen. Da muss ich, glaube ich, hinten mal noch was abschneiden. Ja, was mache ich dann? Noch ein kleines bisschen Überhang hier von der Form. Und Nuckis können sie auch nehmen, die Hündchen, gell? Und da habe ich auch welche noch mit Augen gemacht. Kuckuck. Also die haben Äuglein. Die hat auch Äuglein, das Süße hier. Sieht man jetzt nicht so gut. Und der schläft, der Helle. Ja. Ne? So, ja, alles ein bisschen lebendig wirken. Das Pürzelchen habe ich, glaube ich, jetzt mit verschmiert in mein Handschuh. Wie gesagt, und wenn euch das wie gemalt ausschaut, müsst ihr das eigentlich noch so ein bisschen verreiben. Dass das dann natürlich wirkt, nicht gemalt. Das ist immer wichtig, wie bei einem Reborn. Das ist halt der Vorteil, wenn man schon mal eine Zeit lang rebornt hat. Und du musst, was ist denn halt los? Und du musst dich ein bisschen leichter. So. Mann, Mann, Mann. So, da sind die ganzen Falten schon bemalt. Da habe ich schon alles gemacht. Die Fußzehen, manchmal ist dann direkt noch Farbe dran. Also ihr braucht, wie ich euch schon gesagt habe, wirklich nicht viel. Weil manchmal ist am Pinsel immer noch Farbe. Und wenn er da in die Falten reingeht, merkt er, dass da wirklich noch, dass man damit noch bemalen kann. So, ich glaube, meinen Schnuckel habe ich gleich fertig. Ich mache bloß noch den Börzel ein bisschen. Das noch ein bisschen zum Vorschein kommt, weil das so niedlich ist, finde ich jetzt mit dem Schwänzchen als Herzchen. Ich hoffe, ihr seht das. Musst du unten noch ein bisschen machen.
Ja, und man kann sie dann halt auch günstig erwerben. Denn wenn ich das jetzt, sagen wir mal, von Anfang also modelliert hätte und dann bemalt, dann wäre es ja wesentlich teurer. Und so könnt ihr auch mal so was Süßes mit nach Hause nehmen. Etwas günstiger, ne? Und ich habe sowieso für jeden Geldbeutel was dabei. Auch für die Kinder wieder. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das findet? Oh Gott, könnt ihr mal rot machen, ne? Gebt mal bitte Feedback. Jo. Und wie gesagt, schreibt mir immer eure Interessen, was ich euch so zeigen soll, zwecks Videos, weil ich bin immer noch über ein Aufschreiben, weil so viele kamen da gar nicht von euch, was ihr von mir hier sehen wollt. Weil da kann ich mich da dann auch richten, denn wenn ich gerade über was drüber bin und ich weiß, ihr seht das gerne oder ihr schaut euch das gerne an, dann kann ich oder ihr wollt es gerne anschauen, da kann ich gezielt die Videos dann für euch mitmachen und euch dann mitnehmen. Also ich brauche wirklich nur minimal Farbe. Ich habe jetzt bloß hier so mit der Spitze eingedunkt. Also mehr braucht man eigentlich gar nicht, um da Farbe ranzubringen. Ihr könnt auch die Farbe dann ein bisschen verteilen hier. Und meistens ist auch, wie ich euch vorhin gesagt habe, auch ein bisschen damit dran. Noch im Nachhinein. Aber ich glaube, meine Farbe verdickt jetzt langsam. Und das finde ich jetzt nicht so toll. Ist nämlich schon wieder zu warm hier. Ne? Eieiei. Naja. Muss ich dann nochmal die Farbe anrühren. Zählt alles nichts, weil ich es halt nicht verdünnt habe. Wenn ihr das verdünnt, mit einem bisschen Verdünner noch, dann hält sie auch länger noch. Dann geht es nicht so schnell. Ihr seht ein bisschen die Schattierung. Ist eigentlich gar nicht schwer, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat. Und ein bisschen Talent hat, kann man das eigentlich ganz gut hinkriegen. Immer mal ein bisschen mehr rein ins Ohr. Ein bisschen mehr Schattierung. Dadurch, dass ich ihn so ein bisschen grau gehalten habe. Ja, es wird schon wieder fest. Oh Mann. Habe ich schon wieder zu lang gelobert. Naja, es dauert halt alles seine Zeit. Es braucht halt alles seine Zeit. Das halt so. Meinetwegen könnte wieder Sommer sein. Ja. Könnte man draußen roten. Auch das ist schön, das geht dann richtig von der Hand. Na gut, sagen wir mal so, die Weihnachtszeit jetzt direkt ist ja auch schön. Aber dann könnte schon wieder der Sommer kommen. Hätte ich nichts dagegen. Naja, und dann könnt ihr euch das anschauen. Wenn es euch nicht gefällt, die Stärke, dann kann man das alleweil noch schnell wegwischen oder schnell nochmal drüber gehen und das nochmal ein bisschen verwischen. Das nächste mache ich noch ein bisschen dunkler. Ich muss aufpassen. Ist gleich Schluss mit Malen. Das merkt ihr dann schon, dann kommt er kaum noch mit dem Pinsel rein in die Farbe. Na gut, dann machen wir das so. Dann machen wir das als Abschluss, wenn ich dann immer malen kann. Mit der Farbe machen wir das mit dem Abschluss des Videos. Cool? Genau. So. So, dann machen wir noch schnell das andere Ohr. Brauche ich jetzt auch mehr Farbe? Eieiei. Eieiei. Das klebt.
Das ist dann wie Leim. Wie dicker Leim wird das dann. Ja, das bringt nichts mehr. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr machen, weil sonst habe ich dann bloß noch so Krümel, ne? Wenn es dann zu fest wird und ihr wollt es dann verstreichen, habt ihr dann nur Krümel, da habt ihr keine Freude dran. Aber es geht noch. Es geht noch, es krümelt noch nicht. Da kann ich den vielleicht noch hier fertig machen. Schauen wir mal. Ich muss ein bisschen beeilen. Wie gesagt, nur minimal Farbe aufnehmen, viel braucht er da nicht. Weil sonst kriegt er das dann nicht richtig weg und ihr könnt das nicht richtig verschmieren und bemalen. Weil ihr müsst ja denken, wie das ist flüssig, ne? Also zwar eine gewisse Dicke hat es schon, aber ihr müsst es ja dann, das Malen ist ja eher ein Verstreichen mit den Silikonfarben. Bei den Ribbons tupft man es halt eher ein und tut es mit dem Pinsel so, können eigentlich genauso verstreichen. Aber Silikon ist ja so gelartig, ne? Und ihr müsst das irgendwie so eine Art einmassieren. Das kann man auch machen, so eine Art einmassieren. Genau. Gleich haben wir es geschafft. Ja, die Fusseln, das müsst ihr aufpassen. Die ziehen echt die Fusseln an. Ich weiß auch nicht, manchmal ist das Silikon richtig wie elektrisiert. Ich habe das Gefühl, das knistert auch. Ich glaube, wenn man das Licht ausmachen würde, würde es echt funken. Die sind richtig elektrisch und müsst ihr aufpassen, dass ihr nichts mit Flusen oder so anhabt. Oder so ein Wollpullover oder sowas. Das
tödlich hier bei dem Zeug. Ich habe da keine Freude beim Bemalen. Ich habe da dann auch noch Flusen ständig drauf. Das eine Mal habe ich sogar von der Katze, dachte, was ist denn das? So eine Haare mit rein. Weil ich habe eigentlich nur Katzenbesuch, Dreckkatzen habe ich gar nicht. Aber ich habe immer Katzenbesuch. Und da habe ich da meine Haare reingerotet, meinen Babys. Ja, und das Zeug, wie gesagt, das tut dann dermaßen die Fusseln anziehen. Das ist immer so unentbehrlich hier. Ne? Lip, lip. So. Na, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit dran, mir dazu zu schauen. Ich weiß es halt nicht, wie gesagt. Ob euch das gefällt hier, was die Ini so macht. Ich finde das süß. Ich weiß nicht, weil das so grau ist, ne, ob man das sieht. Diese Schattierungen. Es ist ja eigentlich auch, deswegen schattiert man ja auch. Es soll ja auch so wirken, dass man es nicht sieht. Ne? So, jetzt machen wir den. Oh, das gefällt mir nicht. Das ist mir nicht so richtig hier. Ein bisschen. Also es darf wie gesagt nicht wie gemalt ausschauen, ne? Also auch keine Ränder haben oder so. Deswegen schaut lieber noch mal nach und tupft dann noch mal ein bisschen. Machen wir den Bürzel, das Herzelbürzel. Das Herz in ein Bürzel. Süß. So, here we go. Und bei dir, was machen wir bei dir? Da nehme ich dunkelbraun bei ihm hier. Dann nehme ich kein Schwarz. Dann machen wir kein Schwarz hier. Mal schauen, wie lange die Farbe noch durchhält. Dann machen wir jetzt erstmal die Nase. Die Nase. Gesagt. Ich habe was drauf hier. Da muss ich tiefer gehen in den Napf. Ne? Wenn ich ein bisschen Farbe brauche. Hat ja mächtig viele Falten hier. Ein kleiner Faltenzieher. Ich mag diese Hunde. Ich habe ja selber schon zwei Boxer gehabt und eine English Bulldog. Der erste Hund war so ein Mischling, mit war auch Boxer drin. Aber dann hatte ich richtige Boxer und wie gesagt English Bulldog. Aber dadurch, dass wir halt dann unsere zwei süßen Hacke bekommen haben, konnte ich ihn halt nicht mehr behalten. Musste ich ihn leider hergeben, weil Kinder waren mir wichtiger. Ja, aber der ist es gut gegangen. Ja. Man schaut ja dann zu, dass man einen schönen Platz bekommt für die Tiere. Ein bisschen aufpassen.
weil das schon dick wird. Und wenn ihr dann nochmal drauf kommt auf die Farbe, dann habt ihr bloß noch Brösel. Dann könnt ihr das Ding wegschmeißen. Dann habt ihr das saut. Also macht es lieber bloß mit einer frisch eingerührten Farbe und wirklich bloß wenig, immer so ein kleines Löffelchen oder so, müsst ihr mal schauen, so ein was ganz Kleines, wo ihr das dann rausnimmt, dass ihr A und B gleich habt. Ich würde sagen, Erbsen groß mehr nicht. Und dann vielleicht ein bisschen verdünner noch mit rein. Nicht viel, weil die Farbe geht, dann löst sich sonst viel zu schnell ab. Das ist nämlich das Verhältnis von Farbe, Silikon und Verdünner. Darf, glaube ich, nur 3% betragen. Und man sollte eigentlich auch bei so einer Menge vielleicht höchstens 5 Tropfen reinmachen vom Verdünner. Ja, würde ich da gar nicht nehmen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gar nichts reingetan. Das hält bombenfest. Bombenfest. So, schaut aus jetzt das Schnuffi. Ja? Schon viel lebendiger als vorher. Ich glaube, ich schaffe es hier noch mit dem Schwarz. Und dann den anderen mache ich da dunkelbraun, weil der helle, das ist nichts. Das schaut bestimmt nicht so gut aus, wenn ich dann die Schattierung in Schwarz mache. Nee. Dann nehmen wir schönes Braun. Dann machen wir Braun. So, und dann werden sie nochmal eingepudert, die Süßen. Ja. Nochmal wie eingepudert. Also die müsst ihr genauso pudern, weil, wie ich euch vorhin gesagt habe, das Talkum ist das Pflegemittel. Und umso länger habt ihr eure Babys oder Hündchen oder Drachen oder was es so alles auf dem Markt gibt an Silikon, macht immer schön Püderchen drauf und dann passt es. Und passt auf, dass da kein Parfüm drin ist oder irgendwelche Zusatzstoffe. Es sollte nicht sein. Eigentlich sollte es auch bei dem Babypuder nicht drin sein. Aber ich rate euch mal trotzdem mal ein bisschen mit hinzuschauen und darauf zu achten, dass es wirklich nur rein dieses Puder ist. Wie gesagt, umso länger habt ihr Freude an euren Mäusen. Und auch mit Weichmachern bitte aufpassen, dass die keinen längeren Kontakt mit Weichmachern haben. Also wo Weichmacher halt drin ist, ne? Wie bei den Vinylbabys, da ist natürlich ein Weichmacher drin, weil sonst wären die ja knochenhart. Wie früher die Püppchen, ne? Es gibt ja auch noch Püppchen, die so knochenhart sind. Da wenn du die an Gesicht kriegst, hast du ein kleines Horn. Und deswegen ist ja natürlich der Weichmacher drin. Also alles, was sich dehnen lässt und so. Aber bei den Handschuhen, ne, da merkt ihr ja gleich die Latex-Handschuhe. Da, das ist Weichmacher. Deswegen muss man auch diese hier nehmen. Oh, wie schaue ich denn aus? Oh nein. Das wird wahrscheinlich die Druckerschwärze sein. Ja. Druckerschwärze, ich habe dich gleich geschafft. Du siehst hier. Schau mich mal an. Ja. Wollte ich ja du. Schau dir mal, jetzt ist er hübsch, gell? Dann nach vorne das Fiesel machen. Und da hat meine Farbe noch gehalten. Lala. So, ich werde dann, wenn ich das hier, das andere noch gemacht habe, den Süßen, werde ich sie dann einpudern. Ich zeige euch das ja immer, wie ich das mache. Das ist einfach so ein schönen weichen Pinsel, den gibt es in Kosmetikbedarf. Ich sage aber erst entweder nochmal und dann einfach nur so ganz und nicht so viel drauf machen. Also das Beste ist, ihr klopft es ab oder, Moment, au,
Hat sogar funktioniert. Oder ihr tut sie hier drauf ein bisschen, verstreicht es und nehmt dann ein bisschen nur ab und dann einpudern. Das geht auch. Dann könnt ihr die Süßen richtig schön einpudern, denn wenn zu viel drauf ist, das ist blöd, dann müsst ihr das ab und wieder runternehmen, es kostet ja alles Geld. Ja. Eieiei. Mach mal ein Pfötchen schwarz, hä? Mach mal ein Pfötchen schwarz. Ein Pfötchen schwarz hier. Hm? Mach mal ein schwarzes Pfötchen. Ja. Mal schauen, wie das ausschaut. Ich denke schon. Wenn man sich da ein bisschen von seinen Emotionen leiden lässt und von seiner Kreativität, denke ich, dann wird das auch schön. Er hat ein schwarzes Pfötchen. Ja. Ein schwarzes Pfötchen machen wir. Süß, gell? Ich mache sie auch noch. Ich glaube, das sieht besser aus. Nein, so könnt ihr halt kreativ sein. Da könnt ihr machen. Und es ist auch gar nicht, also es geht auch gar nicht so ins Geld. Ihr müsst halt bloß dann die Form kaufen, wenn ihr sowas machen wollt. Und dann könnt ihr euch das selber gießen. Da hat man auch ein bisschen Beschäftigung. Es ist auch ein schönes Hobby, muss ich sagen. So kleine süßen Projekte. Hier ist auch wieder genau auf der Farbe. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt, gell? Schlimm, oder? Da habe ich die ganze Zeit da bemalt und trotzdem, ja. Muss da nicht sein. So. So, und die Farbe dann ein bisschen auslaufen lassen am Ende, damit es nicht so gemalt ausschaut. Also von dem Dunklen, dass es dann ein bisschen heller nach hinten geht. Also ist meine persönliche Meinung, es ist klar. Ich meine, ich zeige ja nur das, was mir gefällt und was ich so mache, ne? Also kann jeder machen, wie er möchte. Ich finde das putzig. So, schauen wir mal, du Zauber. Dein Ringelschwänzchen. Ja, ein Ringelschwanz hier. Kein Herzchen, nur ein Ringelschwänzlein. Oh, ich finde die Wurmen total süß. Wirklich wahr. Die haben so niedliche Hunde und Katzen und alles Mögliche kann man da kaufen. Da, wo man halt ziemlich viel kauft, ne? Will es mal jetzt nicht sagen, sonst, ne, dass sie mich da hier noch sperren. Ich habe schon in der letzten Zeit Schwierigkeiten gehabt mit meinen Videos. Werde bestimmt gemerkt haben, dass einige Videos später gekommen sind, weil ich, ja, das hatten sie mir dann war auf einmal alles in privat. Also war alles ganz eigenartig ein bisschen. Dann stand auf einmal drauf, das eine Video, was ich jetzt letztes hochgeladen habe, das ist erst ein, nee, das mit dem Irr. Du hast gesappt, Süßer, du hast da deine Datsen gelassen. Hm? Und da stand drin, erst in 3 Tagen sichtbar oder also das, keine Ahnung. Ich denke, die ändern auch ständig immer in YouTube. Ich meine, ich verstehe das, wenn dann ein paar Sachen, ja, wer weiß, wer da alles was hochlädt, ne? Also, viele Sachen weiß man ja, aber ja, es gibt halt einen Haufen Spinner auf der Welt.
gesagt. Nimmt man es nicht übel. Aber es ist halt so. So, ich hoffe, gefällt euch. Er hat hinten so einen kleinen Stubbischwanz. Und dann, ich muss mal noch mal schauen hier. Na, dass die Farbe ein bisschen, weil das Silikon, klar, dadurch, dass das flüssig ist, das läuft auch teilweise, ne? Und das ist halt der Nachteil, auch wenn ihr zu viel Verdünner ran macht, Nuvox, dann läuft euch der ganze Mist weg. So, ich lasse das jetzt mal eintrocknen und dann mache ich noch in Braun. Da habe ich alles das Saut. Ich alter Fink. So, dann nehme ich euch noch mal mit. Jetzt mache ich erstmal meinen Pinsel sauber. Erstmal hier. Ne? Dann tue ich das in so einem Silikonöl. Habe ich da eigentlich bloß drin. Das kriegt ihr ganz billig überall zu kaufen. Direkt bloß Silikonöl. Ne? Verwechselt das bitte nicht mit dem Silikonöl, was man für also diesen Verdünner hier. Das nennt sich ja auch so. Sondern das ist so einfaches Silikonöl. Damit mache ich dann meine Pinsel immer so lang wie möglich schick. So, den haben wir eingesaut. Dann machen wir das gleich in grün. Da brauche ich jetzt mal, ich mache mal die Brille runter, weil das ist bloß zum Vergrößern. Ich habe eine Gleitsichtbrille, die habe ich jetzt auch anders. So, das machen wir jetzt alles sauber. Damit das eingetrocknet ist, dann könnt ihr das wegschmeißen, ne? Oder feuchtiger könnt ihr nehmen, aber da müsst ihr schauen, ob die keine Parfümsachen oder irgendwas drin haben. Und wisst ihr, wie ich das mache? Dann lasse ich die ein bisschen eintrocknen, die Feuchttücher. Dann macht ihr einen Tupfen Silikon drauf und wartet, ob es vernetzt. Wenn es vernetzt, könnt ihr es benutzen zum Saubermachen von dem Ganzen. Und wenn es nicht vernetzt, dann verwerfen. Dann müsst ihr was anderes suchen. Weil das sind manchmal Sachen drin und wenn man dann die Pinsel damit sauber macht, kann es passieren, wenn er dann wieder was bemalt oder so oder falsche Schwämmchen nehmt, kann das schon wieder nicht fest werden und dann habt ihr Probleme mit den Farben, weil dann, ich habe so kleine Schälchen zum Einmalen, weil dann ja, löst sich die Farbe einfach ab und es ist alles immer so empfindlich dann. Also man muss wirklich, da brauche ich wirklich minimal. Ich zeige es euch mal, das ist mein A. Ich habe zwei verschiedene und aber ich habe es manchmal schon verwechselt und habe zweimal und wusste nicht mehr, habe ich jetzt A reingetan oder B reingetan. Deswegen mache ich das manchmal auch ganz gerne. Wo habe ich denn die anderen zwei Flaschen? Naja, ich habe genügend so Zeug. Na, in der einen habe ich dann ein bisschen Flash mit reingemacht in A. Und ich weiß, ich mache nur in A die Farbe rein. Und dann weiß ich genau, wenn ich jetzt bloß was Transparentes drin habe, also braucht wirklich nur minimal. Schaut, mehr brauchen wir nicht. Das ist wirklich nur minimal zum Bemalen. Vor allen Dingen jetzt, ich brauche bloß für das kleine Hündchen. Aber selbst wenn ihr bloß Lippen und Falten macht, ihr braucht bloß ganz, ganz wenig. Das wollte ich braun. Reintun, das reicht völlig. Braun. Oh mein, das ist zu weit weg, meine Dose. Da habe ich braun. Ja, und vor allen Dingen, ja, wie ich schon gesagt, wenn ihr kleine Projekte habt und dann gern wegen was bemalen wollt, dann fragt es doch einfach. Ist schon braun, ja. Die schon die, so färben, die geben euch bestimmt ein klein bisschen was ab für ein Apfel und ein Ei. Ihr braucht ja eigentlich bloß ein paar Farbtupfer und ja, das ist schon viel zu viel. Wenn man das, die muss man öfters mal umrühren. Und dann hat man schon viel zu viel Pigment auf den Stäbchen drauf. So viel braucht man gar nicht. Aber man muss es ja umrühren ab und zu mal. Ne? So, das sind die Silkfarben. Hoppala, ihr wisst ja, dass ich die benutze. Das reicht völlig. Einfach bloß so ein bisschen. Ah, die Stäbchen hier, die gibt es nie in jedem Hobbygeschäft. Da kriegt sie massenhaft.
zeige euch das einmal. Hier so kleine Stäbchen zum Basteln. Die sind ewig billig. Und für ganz wenig zum Aufnehmen könnt ihr die Stäbchen dann nehmen, die Zahnstocher. Und weil man braucht ja wirklich nur eine geringe Menge an Farbe. Und das sollt ihr ja. Für Sachen, die man danach immer wegschmeißen muss, schon günstig sein. Oh, der ist ganz weich. Oh Gott, bist du süß. So was Weiches. Und ich habe jetzt keinen Verdünner reingemacht, habt ihr ja gesehen, weil ich möchte ja auch ein bisschen mehr Farbe drauf haben. Wie zum Beispiel bei der Nase. So. Kann schon sein, dass mir das dann doch noch ein bisschen runterläuft. Da muss man halt noch mal ein bisschen was drauf machen. Das ist meine Waschmaschine. Ja, irgendwo muss man sich ja mit seinem Hobby hin verkrümeln. Und ich habe mir hier diesen Raum so zurecht gemacht, damit ich mit meinem Hobby mich ausleben kann. Aber leider wird es immer zu klein. Eieiei. Ja. Viel zu viel Zeug habe ich da. Ja, da muss man ja noch nähen und da muss man noch stricken und dann. Ja. Du weich. Ganz, ganz weich ist der. Ja, ein bisschen was brauche ich ja für den Tisch. Ein bisschen was. Bin die ganze Zeit schon drüber, süße kleine Mäuse zu machen. Aber ich stelle die euch noch vor in YouTube, dass ihr mal seht ungefähr, was ich mitnehme. Ja, aber alles wird nicht verraten. Ich habe noch kleine Überraschungen. Wirklich nur kleine, gell? Ja. Die habe ich schon länger gemacht, bin ja froh. So zwischendrin noch mit. So kleine Highlights. Und mal schauen, mit was ich dann vielleicht wiederkomme. Oder falls es doch abgesagt wird, das Ganze. Man weiß ja nicht, wie sich das alles noch entwickelt. Dass dadurch, dass die immer noch nichts gefunden haben, irgendwie waren sie auf einmal ganz schnell und jetzt wieder nicht. Und tatata. Jetzt sollen wir wieder die Impfstoffe nehmen von der Grippeimpfung. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Man weiß eigentlich gar nichts mehr irgendwie. Man lebt halt einfach nur. Dann geht man also gut wie nicht mehr raus. Irgendwie, ich weiß nicht, brauchen sich nicht wundern, wenn sie dann depressive Menschen haben am Ende. Sieht schon noch was aus. Oh, mein Bauch hat gemurkert. Der hat Hunger, der kriegt gleich was. Der kriegt gleich was. Ach, sieht das süß aus. Ich hoffe, ich kann mit euch die Freude teilen. Das könnte ich eigentlich auch machen. Das fällt mir gerade einmal ein, so untermachen. Ich kann auch für euch so ein kleines Set machen, dass man sagt, ihr könnt euch sowas mal selber
selber bemalen, einfach mal so aus Lust und Laune mit Farbe zusammen und Silikon, einfach mal um was zu bemalen, weil ich habe da auch so angefangen. Ich habe bei der, ich hoffe, ich darf das Song dahin, ich glaube schon, bei der Petra Seifert habe ich da mal so ein Set gekauft. Und da hatte ich, glaube ich, erst das Mädchen. Und später im Nachhinein habe ich es ja dann nochmal angeschrieben, weil da wollte ich noch den Buben. Glaube ich zumindest. Und da habe ich dann auch so angefangen mit dem Silikon. Mit dem Bemalen und allen. Ich habe mich erstmal rangetastet an die Materie. Und dann haben wir noch ganz liebe, dann ja, nicht mehrere, eine in den Silikonsachen hier überhaupt so mit den Fragen oder wie was funktioniert und so total geholfen und ja, bin ich auch immer sehr dankbar. Ich vergesse es nicht. Namen wird nicht genannt, aber wenn diejenige das anschaut, dann weiß sie schon, wen ich meine. Und da habe ich auch immer selber gesehen, wie schwierig das ist mit den Orks, ne? Weil wenn man die backt und macht und Ding, dann es passieren halt einfach Dinge. Also ich kann euch sagen, und das steckt man vorher nicht drin. Also ich sag euch, es ist nicht ohne das Ganze. Man sieht es halt bloß immer nicht, ne? Weil das wird ja alles im Hintergrund gemacht und man sieht eigentlich nur das Endergebnis. Aber ich zeige euch ja auch manchmal Fotos und dann bin ich immer froh. Oder viele, ihr wisst ja, wenn man es im Backofen legt, man hat es fertig modelliert und dann, das ist alles Fujigato, ne? Ist mir auch schon passiert alles. Eieiei. Aber man lernt nicht aus. Manche Erfahrungen muss man halt einfach machen. Bittere Erfahrungen. Aber beim nächsten Mal wird es besser. Und irgendwann kommt man dahin, wo man vielleicht sagen kann, man ist fast perfekt. Fast. Perfekt, glaube ich, wird man nie sein. Weil man immer irgendwo mit irgendwas unzufrieden ist. Es ist halt Handarbeit, das darf man nicht vergessen, ne? Und ja. Da war noch eine kleine Falte hier an der Seite. Ja. Gott, sieht das süß aus. Vor allen Dingen das ganz Weiche mag ich schon auch. Das mag nicht jeder, das Weiche. Manche mögen auch lieber die festeren Sachen. Es kommt halt drauf an, ich mag bei den Thai-Silikon-Babys auch einen festeren Kopf. Weil es ist ja Silikon, man merkt es ja. Aber ich mag auch da festeren Kopf selber persönlich. Ne? Also. So, schaut mal. So, Schnuffi ist fertig. So, und jetzt lasse ich meine Mäusel noch trocknen und dann werden sie noch eingepudert. Genau, und dann bekommen sie noch ein Nuckileinchen und Tüti und Schleifchen. Werden sie alle nochmal schick gemacht. So, schau mal, dass ich das nochmal verwenden kann. Weil so viel Müll wollen wir ja auch nicht produzieren. So, den hebe ich mir dann auf. Ich nehme aber bloß eine, weil ich ja einfach bloß in der Hand diese Silikonsachen da habe. Genau. Leider müssen wir es eintrocknen lassen. Ich sag's ja, schaut's mal. Ne, da ist ja fast alles noch da. Das ist genau das, was ich euch erzählt habe. Jetzt machen wir es noch sauber, unsere Sachen. Und ich gehe dann mal ans Werk zum Guten. Und dann werden wir sehen, was Ini so macht noch. Aber wie ich euch schon gesagt habe, sagt es mir bitte, was ihr gerne sehen wollt. Ihr wisst ja, was ich so machen kann. Ich kann, ihr könnt Reborn haben, ihr könnt Silly haben von Anfang bis Ende. Ihr könnt auch nur modellieren. Ich habe jetzt aufgeschrieben, so ein kleines Mal modellieren, so ein Org. Dann, was war noch dabei? Ja, da muss ich mal auf meinen Zettel schauen. Dann können wir auch zusammen irgendwann einen Anfangskurs machen, in Stricken häkeln. Was können wir denn noch? Ja, modellieren, wie gesagt, oder einfach mal einen großen Kopf modellieren zusammen oder wie auch immer. Also,
würde mich sehr freuen, wenn ihr mal Feedback drunter gebt und mir das sagt, was ihr gerne hättet, einfach was euch weiterbringt in eurem Hobby. Gell? Also dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt was essen und dann werde ich meinen Tag noch mit Routing beenden. Und ja, ich schaue mal, dass ich vielleicht noch ein bisschen was klein, ach, das sieht ja süß aus, oh, noch was Kleines schaffe für euch. Und das hatte ich eigentlich vorgehabt, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das noch die Zeit noch habe, die zu bemalen, weil die Kleinen sind manchmal, sage ich euch ganz ehrlich, die Kleinen sind manchmal sehr schwierig zu bemalen. Schwieriger, als wenn ihr was Großes habt. Ja, den Morgen muss ich aber für ein Appel und Ei hergeben. Da ist mir die Form mit der Hinterschneidung und alles, die sind halt sehr bubuhaft. Ich werde die auch bemalen eigentlich für euch, aber ich muss die leider günstig hergeben. Man hat zwar dieselbe Arbeit, aber ihr könnt euch ja vorstellen, die Form, ne? Da kommt, da ist hier ein Loch und da ein Loch und ja, ich habe euch ja gesagt, man lernt nicht aus, ne? Man müsste eigentlich, wenn man sowas macht, eigentlich hier voll machen und zumachen eigentlich, oder ist halt schade, wenn, dann kann ich sowas nur noch als Org anbieten. Ja, die machen halt mehr Arbeit dann die kleinen Viertler, wenn ich die bemal. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß heute halt noch und lasst den Kopf nicht hängen und macht einfach, verwirklicht euch, macht einfach was Schönes und wenn es nur, wie gesagt, Handarbeiten sind oder irgendwas Kleines, wenn ich euch da helfen kann, sagt mir Bescheid, ich zeig's euch, gell? Also, und ich freue mich ja riesig drauf, wenn das mit Eschwege klappen würde. Dann sehen wir uns alle. Uhuhu. Die jedenfalls kommen können. Und dann freue ich mich auch die ich so kenne, die von den Ausstellern. Und ja. Ja, ist halt so. Man ist froh, wenn man mal rauskommt aus seinem Loch. Also, ich habe euch lieb. Tschüssi.